Ja, es war mir ein großes Vergnügen, das Panel zu moderieren, schon allein aus dem Grund, weil diese Länder Nordkorea, Usbekistan, Pakistan wissen wir, glaube ich, in diesem Teil der Welt immer noch zu wenig von. Und wenn, dann erscheinen sie leider Gottes immer im negativen, meist zumindest im negativen, unter negativem Licht in der Berichterstattung. Insofern war es für mich als Moderator auch sehr interessant, von den Panelisten einfach mal zu hören, wie sich die Lage vor Ort, die Realität vor Ort dort wirklich gestaltet. Und ich denke, die Friedrich-Naumann-Stiftung hat hier wirklich ein exzellentes Panel mit ausgewiesenen Kennern und Fachleuten zusammengebracht. Und ja, wie gesagt, es war mir ein Vergnügen, das zu moderieren. Es war eine sehr lebendige Veranstaltung und denke, ich auf alle Fälle, aber auch die Zuschauer, haben eine Menge inhaltlich mitgenommen. Kommen sehr begeistert aus dieser Veranstaltung. Wir hatten über 300 Zuhörer, standen die Leute an den Wänden. Das war ein außergewöhnlich interessantes Thema, wo nach meinen Erfahrungen, aus meiner langjährigen Erfahrung mit der Messe, sich bisher keiner rangewagt hat. Dass die Friedrich-Naumann-Stiftung das tut, ist außergewöhnlich. Wir haben ja auch Expertise, die wir mitbringen können. Fasst man das zusammen, würde ich auch aus meiner alten Erfahrung als Touristiker sagen, Begegnungen sind besser als keine Begegnungen. Durch Begegnungen lernt man sich kennen, durch Begegnungen kriegt man auch neue Ideen, kriegt man auch Dinge vermittelt, die andere nicht haben, und man kann selber etwas sagen, was andere nicht wissen. Zum Beispiel unsere Ziele wie Freiheit, Demokratie und Menschenrechte kann man auch auf dieser Art Veranstaltung deutlich machen. Und ich denke, die Friedrich-Naumann-Stiftung hat hier eine außergewöhnlich gute Veranstaltung hingelegt. Mir sagte der einleitende Messeverantwortliche für diese Sache, Herr Dr. Buck, er freut sich, dass wir da sind, und er sagt, wir sollen wiederkommen.